Wegweiser, Absperrungen, Warnschilder. Schulen müssen sich einiges einfallen lassen, um den Präsenzunterricht langsam wieder anlaufen zu lassen. Dabei wollen wir von Betzold euch natürlich unterstützen und haben hierfür unser Sortiment speziell um Hygieneausstattungen erweitert. Welche Artikel das sind, zeige ich euch in dieser Folge Betzold TV. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu Betzold TV. Eine Maskenpflicht gibt es an den meisten Schulen, zumindest im Klassenzimmer. Bisher nicht, aber auf den Gängen, in den Pausen oder vor allem im Schulbus sieht es schon anders aus. Wer noch keine Maske hat oder noch ein paar mehr benötigt, diese Textilmasken findet ihr bei uns im Shop einmal in Blau und in Schwarz in verschiedenen Größen. Und diese Masken lassen sich sogar bei bis zu 95 Grad waschen. Wer gerne mehr Gesichtsfreiheit hätte, dem kann ich den Gesichtsschutzschild empfehlen. Dank einer weichen Polsterung im Stirnbereich lässt sich das Gesichtsschutzschild besonders angenehm tragen. Um auf Nummer sicher zu gehen, empfehlen wir aber dennoch zusätzlich eine Textilmaske zu tragen. Das höchste Gebot der Stunde ist aber trotz immer weiterer Lockerungsmaßnahmen auch weiterhin das Abstandhalten. Mindestens 1,50 Meter. Eine Regel, die an Schulen nur mit kreativen Konzepten realisierbar ist. Zum Beispiel durch zeitversetzten Unterrichtsbeginn oder versetzte Pausenzeiten. Damit sich dennoch möglichst wenig Schüler in die Quere kommen und die Abstandsregeln beachtet werden, haben wir praktische Produkte für euch, um Laufwege zu visualisieren oder Hinweise zu geben, wer wohin muss. Wir haben spezielle Markierungen für den Boden mit Pfeilen oder Linien. Und mit den Whiteboards für die Lochkegel lassen sich auch schnell Routen ändern oder für Klassen umschreiben. Mindestens genauso wichtig wie das Abstandhalten ist das regelmäßige Händewaschen und oder Desinfizieren. Am besten direkt beim Betreten des Gebäudes, vor der Mensa oder eben an den wichtigen Knotenpunkten, wo Schüler wie Lehrer häufig vorbeikommen. Mit unseren Desinfektionswegen oder den Ständern für Desinfektionsmittel könnt ihr sehr flexibel alle wichtigen Orte schnell und einfach mit Desinfektionsmittel ausstatten. Damit sich keiner herausreden kann, er habe von den Regeln nichts gewusst, haben wir die wichtigsten Hygieneregeln und das Vorgehen für richtiges Händewaschen auf Postern zusammengefasst. Lieber zu viele als zu wenig aufhängen und jeder weiß Bescheid. Eine nette Sache für Kinder ist der Handwaschstempel. Das Motiv ist ein kleines Virusmonster. Den Stempel bekommen die Kinder gleich morgens auf die Hand und wer sich oft genug die Hände wäscht, wird das böse Virusmonster auch wieder los. So können Kinder spielerisch zum Händewaschen motiviert werden. Zum Abschluss mein persönliches Highlight und zwar der mobile Spuckschutz. Das ist eine stabile Polycarbonatplatte mit Stellfüßen. Dieser Spuckschutz ist überall dort bestens aufgehoben, wo das Abstandhalten nicht so einfach ist oder um nochmal zusätzlich für Sicherheit zu sorgen. Zum Beispiel im Sekretariat, für das Lehrerpult im Lehrerzimmer oder der Mensa. Dank der unterschiedlichen Stellfüße lässt sich der Spuckschutz ganz individuell aufstellen. Man sieht sich, kann sich unterhalten, ist aber dennoch bestens geschützt, beziehungsweise besser geschützt als ohne. Ja, das war ein kleiner Überblick über unser Hygienesortiment. Den Link zur Kategorie findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Es kommen auch weiterhin immer neue Artikel dazu, es lohnt sich also öfter reinzuschauen. Wenn euch ein bestimmtes Produkt fehlt, dann zögert nicht, uns anzuschreiben. Wir werden natürlich versuchen, euch bestmöglichst auszustatten. Wenn alles klappt, dann spreche ich nächste Woche mit einer Grundschullehrerin über das Homeschooling und wie die Vorbereitungen an ihrer Schule für den Neustart laufen. Also klickt euch nächste Woche auf alle Fälle wieder rein oder noch besser, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann werdet ihr über jedes neue Video auf Betzold TV informiert. Ja, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ich bin der Christoph und tschüss.